Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wir wollten zu Sadie Adler. Ist ja nicht weit entfernt. Ja, immer das mit den Wegpunkten. Hier. Okay, fängt ja schon mal gut an, aber wir haben es irgendwie noch hinbekommen. Komm hier, mein Goal. Dich müssen wir auch irgendwann benennen. Ein Eselhase. Ein schlechter Qualität, den brauchen wir auf keinen Fall. So, können wir was fürs Dead Eye machen? Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Aufsteigen. Und wir müssen noch die Kräutermischung ausprobieren, die uns empfohlen wurde von dem erhabenen Indianerkönig. Häuptling. Weiß nicht, warum ich König gesagt habe. Vielleicht sollte man das jetzt direkt machen, bevor wir ins Camp gehen. Wird nämlich echt... Wird mir gefallen, wenn das was bringen würde. Also Pferd, Camp und dort können wir craften. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Oh, ist ein schöner Platz. Also herstellen, kochen. Großwildfleisch und Schweinefleisch müssen wir eh nochmal machen. Okay, Arznei, Wundertonikum, Munition, Waffen, vergiftetes Wurfmesser, Jagd, Pferdepflege, Pferdesalbe, herstellen, sieht auch gut aus, braucht mein Pferd. Na, ist ein bisschen zu heiß, die Pferdesalbe, was? Bring mal die Maus da aus dem Weg. So, haben wir das einmal gemacht. Und ansonsten... Spezialarznei. Das scheint es zu sein. Also zumindest waren die Zutaten relativ ähnlich zu denen, die wir bekommen haben. Gegenstand lagern. Ja, Schüttanimationen können noch besser sein. Okay, wir können die nochmal machen. Diesen Gegenstand einmal herstellen. Vielleicht kann... Verstehe ich nicht. Ich stelle ihn doch jetzt ein zweites Mal her. So, Gegenstand... Wir verwenden ihn einfach. Na gut. Und jetzt müssen wir eigentlich noch bisschen Fleisch brutzeln. Und sind da irgendwie die Vorräte ausgegangen. Brauch sehr oft mein Dead Eye. Und Arthur lahmt immer ein bisschen rum zur Zeit. Nochmal kochen. Das sieht doch gut aus. Wer weiß, wie lang das Fleisch schon in unserer Tasche liegt. Glaubt, das war noch vor Guarma, als wir das erlegt haben. Naja, jetzt kochen wir es ja nochmal ab. Hilft gegen Bakterien. Irgendwie so. Macht das nicht zu Hause nach. Lass kein... Ruhestück Fleisch über Monate bei euch in der Tasche liegen. Auch nicht über die Sommerferien. Irgendwie im Schulranzen, im Rucksack. Bin immer, eine Überraschung, zumindest ging es mir so. So Schweinefleisch. Wollen wir natürlich auch kochen und dann sind wir wieder gerüstet für die nächsten paar Episoden. Lagern. Nochmal kochen. Schon entspannt. Und ich bekomme tatsächlich Hunger. So. Haben alles gemacht, was wir machen wollten. Explosive Gewehrmunition könnte man machen. Nee, gerade nicht. Und weggehen. Lager abreißen. Wo ist die Taste? Lager abbrechen. Nein, die Trigger hier sind immer noch ein bisschen komisch. Ah, wir haben es geschafft. Bin stolz auf uns. So langsam ist der Bartwuchs aber beinahe wieder ein bisschen zu viel. Was haben wir denn da? Wieso ist das C1 gelb? Das ist gar... Ah doch, CM. Captain Monroe, stimmt. Ich habe hier gesagt, ich helfe. Here we go. Hat das mit irgendeiner anderen verwechselt. Good girl. Oh, da kampiert auch jemand.
Verbundenheit Stufe 2. Das ist fantastisch. Und tut der Pferdegesundheit auch gut. Ja, der macht nur Gold. Ich würde den jetzt mal ignorieren. Will unbedingt wissen, was Sadie von uns will. Wird bestimmt nochmal auftauchen, das Kerlchen, das danach Gold schürft. Aus der Bahn. Easy, Girl. Muss aufpassen. Ganz schön steil geht's hier gleich hoch. Weißwedelhirsch. Ja, nicht so gut. Was steht denn da? Ambarino. Okay. Wissen wir Bescheid. Ist hier noch was zu entdecken unter der Brücke? Zumindest nicht die, die wir gesprengt haben. Sieht nicht so aus. Hier sein können, dass hier auch schon eine Leiche hängt, die ganz am Anfang in Valentine. Das müsste man eigentlich auch noch irgendwann aufklären. There, girl. Ja, ja, tot oder lebendig. Ich glaube, die Mission, die wir jetzt gleich machen, wird daran auch nicht viel ändern. Je nachdem, okay, Sadie ist ja gerade bisschen auch am Durchdrehen, am Rache nehmen. Vielleicht will sie aber nur sagen, so, ich habe jetzt meinen Frieden gefunden. Ich schieße nicht mehr einfach so auf Leute. Würde ich aber stark bezweifeln. Doch eine ganz schöne Entfernung bis zum Camp. Ich dachte, das war ja gleich das wäre gleich ums Eck gewesen. Anscheinend nicht. Ja, nächstes Mal können wir dann, wenn wir eh schon. Easy. Den hat man schon. Weiß ich nicht, was ich mit dem noch machen soll. Den hat man ja erst vor 2-3 Episoden. Ja, wir hätten, wie ich ansetzen wollte, zu sagen. Hi. Dumbass. Oh, der Hund. Jack. Frag lieber nicht. Ich glaube, Mike hat ihn gekillt. Ich auch. Hi, Jack. I'm sure he'll turn up. He's been gone a while. Well, he'll be back when he's hungry. It's bad, but... Hoffentlich. Dilly, I do believe you got a cold heart. Now, you know that's true. Of course it ain't, but I'm scared. Wir haben auch alle Angst. Ah, habe ich den Wegpunkt wieder verfehlt. Ich dachte, wir im Camp. Da oben ist sie ja. Link ganz cool an einem Baum. Pferd, komm mit. Ja, nicht du. Ich habe auch ein schöner. So, was gibt's? Was willst du? Mrs. Adler? You okay? Nein, würde ich nicht behaupten. You sure? No, I ain't sure. Still working. Is anybody still working? The whole goddamn place full of people bickering, fighting, and lying. It makes me real sad. I know. I need someone to ride with me. Do what? Finish off them O'Driscolls. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. I saw Colm swing. I just don't care. I was a married woman. You know what they did to me and to my husband? Yeah. But you're the only one of these fools that I trust. Dankeschön. I've got to do this. Ja klar, helfen wir. I'll tell you what. I'll do it. But there's something you could help me with. Abigail? Jack, John, make sure they make it.
I mean, this whole thing is pretty much done. But when the time comes... Or how do you mean? When the time comes, you help them. What do you mean? I mean, help them escape. When I... You know, you and me, we're more ghosts than people. But them, they could... I know. Of course I will. Sehr gut. Thank you, Arthur. Ich danke dir. Now or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can. Begleiten. Thanks, Arthur. Ja, mach ich doch gern. Paar O'Driscolls töten hat noch nie jemandem geschadet. Außer den. Tja, deswegen sollte man kein O'Driscoll sein. Oh, cool, wieder Hirsch. Bilder von mir. Sieht ja relativ bedrohlich aus. Fine morning for killing. Hey. You seen anything down there? Yeah, I think there's a bunch of them down there. I'm mostly drunk. But one of them is a fat fellow with a beard. Him? He's mine. Okay. Okay. Hat der deinen Mann umgebracht? Nee, wir haben doch alle getötet, die deinen Mann umgebracht haben. It's a big ranch. Run down. Lots of folk there. But spread pretty thin. Pferd, Waffen. Waffen. Take it from there. Okay. So, no real plan then. Oh, I got a plan. Now come on. Ja, ich brauch Waffen, Frau. Kannst du mich da nicht mit einer Pistole reinschicken? Griff. Ah, schade, dachte, das explodiert. Jetzt sollte ich wenigstens die Waffen im Inventar haben. Is that a woman? Jesus. Ja. Who the hell is that lady? Let's finish this. Ich brauche meinen Sniper Rifle. This is it. Sure in the hell. He's got a scope on that rifle. We gotta try to get around him. Ja. Na also, wie muss man rum? It's over now. Ein bleibt doch hintereinander stehen. Jo, nicht wieder aufstehen. Ja, kann ich gar nicht leiden. Ist er tot? Alter, hat der ein Glück. Nicht mehr. Hat kein Glück mehr. Ja, soll ich nicht auf Sadie schießen. Boah, nicht die richtige Waffe für die Inferno. The farmhouse. Hey, remember, if he's fat and he's got a beard, he's mine. I'll try. Combs dead. We don't got no quarrel with you. We got every side of this thing covered. I'm gonna put a window in your skull. Was ist das für ein dämlicher Spruch? Lohnt es sich überhaupt, die zu plündern? Ein bisschen was. Oh. Oh. Nicht plündern. Na ja, gut. Oh, die leben alle noch. Scheiße. Kann ich noch mal besser machen. Come on. Let's finish this. End of the road.
Nein, ich treffe nicht. Vielleicht hätte ich die Shotgun nehmen sollen. Sterb! Ich wünsche, ich hätte Dynamit. Nein, ich will mal einen Doppelkill. Sadie, duck dich! Hab den Sharpshooter. Kopf. Zeig deinen Kopf. Länger. Sehr gut. Nein. Komm schon. Sadie, tu hier mein Bestes. Wo ist er hin? Immer mal. Was ist denn mit dem oben passiert? So, der ist down. Woher weißt du das so schnell? Die haben die doch nicht ruiniert. Naja, ein bisschen. Wo ist ein Vetter mit einem Bart? Der ist nicht fett. Der ist auch nicht fett. Nicht so gut schießen. Barn's clear. Okay, going into the farmhouse. Sehr gut. Nur auf Nummer sicher gehen. Sie hat ein bisschen zu lang geschrien. Okay, er ist tot. Alles okay, Sadie? You okay? Yeah. Du hast da was im Gesicht? He was a good man, my Jakey. Boah. Sweet on one another. Das ist furchtbar. I'm sure. Yeah. I miss him every day. Dass sie ihn verloren hat. Every moment. They turned me into a monster, Arthur. But my memories of him, they still pure. I ain't even got that. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. We should get away from here. Nachdem ich gelootet hab. Yeah. Arthur loot? Ah, scheiße. I think I need to be alone for a bit. I understand. You, might want to get yourself cleaned up. Thank you, Arthur. Gern geschehen. Den Tipp gebe ich aber jedem, der so aussieht. Ja. Toll, wieder alles verkackt. Was braucht man denn hier? Ja, F1 gedrückt. Ohne Schaden zu nehmen, die Scheune sichern, sind die wahnsinnig. So, erstmal hier schön looten, looten, looten. Oh, Dosenobst. Ja, Dosengemüse. Das ist schlechter als Dosenobst. Ich hoffe, die hatten hier noch ein bisschen Geld. Haben auf jeden Fall einen schönen Kamin.
Was haben wir hier? Gewehrmunition. Habt ja einiges verschossen. Premium-Zigaretten. Ich sammle die Bilder immer noch. Wie sieht die denn aus? Gar nicht so schlecht. Schönes Bild. Oh, das war erst 2 von 12 in dem Set. Da müssen wir eindeutig mehr rauchen. Zigarettenbild. Ein Verbrechen ist gemeldet. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich will trotzdem noch schauen, ob hier was ist. Wieso lassen die mir keine Zeit, hier ordentlich zu looten? Mal schauen, was der Fett in seinen Taschen hatte. Ich darf das sagen, ich bin auch fit. So. Dokument untersuchen. Lesen. Lieber Tom, ich schreibe dir aus meiner Zelle in Saint-Denis. Ich bin sicher, wer auch immer dir diese Schreiben überbringt, hat kein Problem damit, wenn ich dir verrate, dass ich weit weg vom Hauptgefängnis auf der anderen Seite der Stadt eingesperrt wurde. Bla bla bla. Ah, Kom, ich werde dich wiedersehen in dieser Welt oder der nächsten. Dein Waffenbruder Kom. Ja, dann doch eher in der nächsten. So, Schatulle plündere ich auch. Und schaut mal. Wie viel Geld ist das denn? $50. Nochmal $50. Das ist ja fantastisch. Noch ein Zigarettenbild. Weglegen. So. Scheiße. Damn, if this ain't some gruesome shit. Pferd, komm. Pferd, komm. Pferd. Pferd. Hi, Jungs. Entschuldigung. Boah, ein Glück habe ich dieses riesige Pferd, dieses extrem schnelle Pferd. Nein, Kopfgeld $15, das lohnt sich doch nicht, Jungs. Alter, was hat der für ein Pferd hinter mir? Ist ja fast genauso schnell. Ab durch den Wald. Ich will nicht noch mehr Kopfgeld. Irgendwann lohnt sich's Plündern halt rein mathematisch auch nicht mehr. So, durch den Wald kann man die immer gut abschütteln. Ja. Scheiße! Lauf! Lauf! Das war ein Riesen-Oschi von Bär. Da werden die Gesetzeshüter sich freuen. Noch einer! Kann nicht mehr reden. Sind wir in Bärentierritorium gelandet. Boah. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Ja, ja, $15. Here we go. Big Valley. Um 12.17 Uhr. So, mein Pferd kriegt erstmal ein Haferplätzchen. Haben die Brücke wieder aufgestellt oder ist das eine andere? Muss ja eine andere sein. Ja, nein. Ich habe keine Ahnung. Eine, die fast so ähnlich aussieht. Müssen wir mal schauen auf die Karte. Ich glaube, die Brücke haben wir gesprengt. Deswegen geht hier die... wäre ich mir nicht so sicher. Wir haben doch eher hier oben gesprengt. Ich glaube, wir haben es hier ungefähr gesprengt über den Fluss. Okay. Dann... haben wir da Leopold Strauß, aber hier haben wir Captain Monroe. Wie kommen wir denn da oben hin?
Was ist in der Nähe? Fort Wallace. Wir müssen ja irgendwie schnell reisen können. Schauen wir mal. Camp. Dann camp ich mal und reise schnell. Bisschen Erholung tut uns sicherlich gut nach der ganzen Schießerei. Schnellreise. Was ist in der Nähe? Was ist in der Nähe? Bannorn Handelsposten. Nee. Ah! Wapiti Indianer Reservat. Das dürfte ungefähr da sein, wo wir hinwollen. Jetzt sind wir angekommen. So. Und mal Butter bei die Fische. Bisschen schneller fährt. Bisschen schneller. Oh. Muss wohl zu Fuß weitergehen. Wollte doch gar nicht so schnell rennen. Mr. Morgan! Hi. Hello. Was gibt's? Here I am, as promised. Oh, kriege ich was von der Suppe? Ah, zuerst die Frau und das Kind natürlich. Er sieht nicht schlecht aus. Boah, ich hab echt Hunger. Of course. Chief's going out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Ich hätte genügend im Inventar. We are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out. And he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. Die Einschätzung stimmt wahrscheinlich. Stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. It's supposed to be heading to Wapiti after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept. Yeah, good. Lead the way, Captain. So, dann schießen wir mal ein paar Impfstoffentführer zusammen. He knows you're up here helping these people? Yes. And no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. If he can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. No, this bestimmt. Is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We cannot afford more conflict. Especially with Eagle Fly is now imprisoned at Fort Wallace. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Fall and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No, no, no. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. Das machen leider zu viele. His record was considered far und from alle illustrious. Mit sich in den Abgrund. Most dangerous. Nee. Wie soll ich diskret vorgehen? Ich verstehe das so, dass ich die jetzt nicht töten darf. Alright.
This is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Vielleicht kann ich ja einfach... Nee, ich muss nur in den Wagen was rausholen wahrscheinlich und dann ab durch die Mitte. Und das ist die Aussicht auch wieder ganz gut. Ich nehme mal was mit Zielfernrohr, nur für den Fall. Und eine Pump-Action. Ja, doch nicht das Warmend, Arthur. Das bringt uns nichts. Oh. Obwohl, damit können wir auf jeden Fall keinem Menschen was zufügen, außer wir schießen direkt ins Auge. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. Könntest du es wenigstens versuchen? Right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. All I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. Well, now, I can't promise. Okay, girl. Yeah. Hold it right there. That's nein. Nicht schießen. It's on the lady to die. Darf noch mal die Mission neue Arthur. Jesus Christ. Ehrlich gut. Ich kann ihn leider nicht fesseln. Dann sind die Fäuste gefragt. Na also, ein Glück bin ich so cool. Was ist denn jetzt los? Nur schlagen. Warum? Ich will den Kontrollpunkt neu starten. Wie schaffe ich das? Ich habe kein Dynamit mehr. Das war meine beste Chance. Mission neu zu starten. Scheiße. Ich habe die aber nicht getötet. Ich dachte, das zählt. Oh, Impfstoff. Kennt man. Hoffentlich zerbricht er nicht in meiner Tasche. Die leben doch noch, oder? Ja. Sind sie rot, sind sie nicht tot. Ja. Ich dachte echt, ich muss die einfach nicht tödlich ausschalten. Vielleicht hätte ich sie einfach bedrohen können. So ein Mist. Und das hat jetzt Auswirkungen auf meine Ehre gehabt. Dann muss ich wieder zwei gute Taten machen. Ja. Kann gar nicht so viele Leute grüßen. Vor allem nicht hier. Gerade irgendwie das Gefühl, die Texturen spinnen ein bisschen. Das Spiel sah schon mal besser aus. Vielleicht liegt es aber auch an der Gegend hier. Fährt es wirklich atemberaubend schnell. Hätten das gleich klauen sollen. Ja, ich muss mal ein bisschen auf die Ausdauer aufpassen. Sind ja gleich am Reservat. Okay.
So, Impfstoff. Servus. Hey, partner. Hello. Hello, ma'am. Hello again. Captain Monroe. Sure? I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, well, don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Schön. Hi there, mister. Hi there. Tja. Ohne entdeckt zu werden, wie soll denn das gehen? You seem saßen to be doch direkt da. Hard time of it here. Oh, wow. Anyway. Good luck to you. Also ich brauche noch mal so einen Aufplopper von einer guten Tat. Hi. Hello, ladies. Hello again. How are you folks getting on here? Always nice to see a smile. Nein, das hat noch nicht gereicht. Ich untersuche das andere Huhn noch mal. Leghorn oder Leckhornhuhn. Und Trelawney hat eine Mission für uns. Interessant. Wie kann ich schnell reisen? Okay, muss ich dazu in die Wildnis? Ich laufe dazu einfach kurz aus dem Camp hier raus und... Hat noch nicht gereicht. Wo ist denn überhaupt Trelawney? Beim Camp natürlich. Dahin können wir auf jeden Fall schnell hinreisen. So. Kann ich einfach ausruhen und dann schnell reisen oder muss ich ein Camp aufschlagen? Ich muss ein Camp aufschlagen. Ah, das hätten wir aber auch in der Haltung lösen können. Pferd, du kommst mit. Das sieht ja auch nicht gut aus. Da noch ein Goldbarren drin versteckt ist? Wahrscheinlich nicht. Ich wüsste zumindest nicht wo. Na gut. Der komisches Pferdegewirr weit entfernt. Ich bin mir fast sicher, dass es nicht meins war. So, Schnellreise Richtung Camp. Butcher Creek ist es wahrscheinlich. Naja, fast. Fast richtig. Ah, Beaver Hollow heißt das. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. Es ist ziemlich dunkel. Wie sollte man Straßenlaternen hier aufstellen? Oder so ein Pferd mit Scheinwerfern entwickeln. Dann müssten sie aber auch die Begrenzung da, diese... weiß-schwarzen Dinger, die so schön reflektieren. Whoa, y'all look a little lost. Nein. Me and my... Au. Deswegen komme ich ungern hierher. Keine Gastfreundschaft. Arthur, Griff. Alles gut fährt. Der schießt gut hier. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Bevor ihr das armen Menschen antut, so. Der Brotkanten bringt nichts. Ja, mit dem harten Zeug. So, Waffe kann weg. Sind ja gleich am Camp. Was will denn Trelawney von uns? Und Leopold wäre jetzt auch sprechbar.
Dann würde ich zuerst sagen, Leopold, das dürfte nicht lang gehen. Und nicht... Oh, fährt schon wieder am Arsch der Welt geparkt. Hi Javier, kann ich dich nicht grüßen? Okay. Verand. So, gib kein Geld mehr, ich bin raus. Hey. Ah, how did you get on, Mr. Morgan? Just standing. Hm. Just... Get up. What? Was wirst du verschlagen? What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you, though I probably should. You disgust me. And you shame us. If we could be shamed any more than we already are, that should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! Ja. You know, they say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk, they was. Now here, take that. Take that and get lost. Das ist, glaube ich, die richtige Einstellung. I'm leaving. Dann wirst du auch überleben. Ich glaube, das war wirklich überfällig. Ehre wieder oben. Williamson. Why are you prowling around? Ich prowl doch gar nicht. You all right? What's wrong? Like you don't know? We're all in this together. Sure thing, Morgan. Entschuldigung. Arsch. Josiah? I was leaving again? Yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Oh, der geht auch, aber wer kann's ihm verübeln? Ah, er macht das Richtige. Wir gehen hier eh alle drauf. Found a friend looking for you. Mr. Morgan. Sir. How are you? A little better. I hope so. How can I help you? I am sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? Ja, auf jeden Fall. It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me. Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. Komm schon. Sure. Charles ist unser Freund. You owe this man. You should have him do your negotiation. Let's go. So, machen wir das jetzt gleich? Ja, anscheinend. So, da musste ich kurz weg. Aber ihr kriegt ja eh nichts davon mit, weil ich es hoffentlich gecuttet habe. So. Long time this way.
I also have some men meeting me there. I wasn't sure if you'd be able to help. Doch, doch. Thank you for doing this, both of you. Gern geschehen. You've already done so much. Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. Mm-hmm. I wish we could have done more to control the situation. Dutch shouldn't have gotten involved, and now Eagle Flies is under arrest. It certainly won't help our case today. I will find a way to help him. I promise you. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? Das ist eine sehr gute Frage. When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. Gern geschehen. You will be at the meeting and as one person who knows the true situation, at least. I still have hope that we can come to an agreement. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber hey, warum nicht ausprobieren? Arg viel schlimmer kann es auch nicht mehr werden. Ein guter Ausgangspunkt. Die Friedensverhandlungen müssen bei Nacht stattfinden. Sogar bei noch so einem fetten Vollmond. Anscheinend ja. Ist es noch weit? Dann muss man einfach in das Lager da. There's my men up ahead. Hello. Servus. Whoa. Ich glaube, bei den Verhandlungen wird helfen, dass ich kaum ihn umgebracht habe. Bei den letzten Hilfsmissionen. This way. Here we go. Na ja, gut, dann runter vom Kopf. Boah, was ist denn mit dir? Du hast einen Speed drauf. Fand ich nur ein bisschen creepy. Deswegen spiele ich auch gern bei Tag. Also nicht genügend Stühle für uns. Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Hmm. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Yeah. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rainsfall. Yes, yes, I'm sure they do. Yeah. Listen. We're all Americans here, and we want an outcome. Yeah. But quite frankly, I'm confused. Your men are little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've Arthur made, reißt sie zusammen. Causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... You okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's, Rains' fault. Exactly. Chief Rains, the thing it's quite is, a cough. Federal government.
Sure. Wait here. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. What? No, no. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is going to force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. What? Removes how? Favors wants him tried for treason. And hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. I mean, his whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kind of liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Was machen wir jetzt? Ich kann ja nichts machen. Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Weil ihr es gestohlen habt. Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. So? I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Hi. Captain Monroe, let's get out of here. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall. You don't get away with this. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. Let's get out of here. Come on. Oh, man. I'll kill you. Ich würde die Klappe halten. Get off me! Open fire! Out this way, come on! Ah, was für Arschlöcher! Coming after us! I can't shoot at these men! Yeah, but we can! Das ist gut genug für mich. Wo ist denn der andere hin? Okay. Dann nicht mehr feuern. Jetzt ist er tot. Nein! Ich bleib bei Monroe. Ich hab Waffen. Wunderbar. Oh, ihr Arschlöcher. Nein, nicht hinter uns. Das ist schlecht. Boah. Find a load and make for the valley. Boah, ich treff gar nichts mehr. Das liegt an Arthurs Zustand, nicht an meiner Unfähigkeit zu treffen. Just hold. Oh oh. Arthur geht gleich drauf. Und zuerst die Anna. Und dann Arthur. Hey. Kontrollpunkt neu starten. Das muss ich wie gesagt überraschend oft machen in dem Spiel. Come on, Captain! Can you shoot? I can't do it! They're trying to kill you! I swore an oath! Ja, aber diese Menschen eigentlich auch.
Ich brauche mal was fürs Dead Eye. Ja, das ist doch gut. Eins. Muss reichen. Geht selber zur Hölle. Oh, leck mich doch. Das liegt an der Waffe eindeutig. Nicht hinter uns. So, den treffe ich ohne. Oder auch nicht. Was ist das denn für eine Waffe? Litchfield. Wieso ist die gerade so scheiße? Ja, dass er das wollte. Scheiße, gerade im falschen Moment ist Dead Eye weg. Dead Eye. Tja, der Colonel wird die Schlacht auch verlieren. Das ist ja nicht seine erste. Okay, it's now or never. Let's go! Captain Monroe, you're with me! Auf zum Pferd. Ja, war noch Kokain-Kaugummi. Kautabak. Na gut. Ist fast so gut wie Kokain-Kaugummi. Ja. Jetzt habe ich ja die richtigen Waffen hier. Wieder zum Beispiel. Du bist getroffen, Charles? Guter Schuss. I think we're finally in the clear. Everybody okay? Not really. What do we do now? You get out of here. Fast. We'll take you to the station. I can't believe that just happened. Ich auch nicht. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Vielleicht doch nach Washington. Und dort Bescheid sagen. Oh Mann, ist das eine verzwickte Situation. Ich hab getun, was ich kann. Das war, glaub, kein Satz. Ich hab getan, was ich konnte. So. Lange Folge. Viele Folgen heute aufgenommen. Oh je. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Jump on a train to Saint Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Ach, der arme Mann. Meet me at the reservation. Das klingt nach einem Plan. Ah, okay? Die Nonne. Well, never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Ah. Brother Dorkins is very jealous. Just probably. What's wrong? Alles. I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death. For a few bucks. I've lived a bad life, sister. Oh, yeah.
We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all so sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. Oh, you mama man. My husband died a long time ago. Life is full of pain. Da hat sie recht. There is also love and beauty. Da hat sie auch recht. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. Ich versuch's. I still don't believe in nothing. Often neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. Okay. You're too smart for me, sister. Das auf jeden Fall. I guess I'm afraid. Verständlich. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! Oh, shall try. I know you will. Emotionale goodbye. Folge. Goodbye, Mr. Morgan. Mal wieder. Goodbye. Sister. Mach's gut. Viel Spaß in Mexiko. Ach, auch nur Bronze. Ah, hab ich falsch gemacht. Alles. Eines der Pferde, der bei der Flucht. Eines der Pferde. Wieso soll ich ein Pferd killen? Schließe die Mission schneller ab. Mindestens 75% Genauigkeit. Ja, doch nicht mit der Scheißwaffe. Ohne Gesundheitsgegenstände, doch nicht mit Tuberkulose. So, als nächstes steht an irgendwas mit Charles. Gut. Ah, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen dieser Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.